Ja, da sind wir wieder. Wir setzen natürlich die Mission quasi von Anfang an wieder fort. Sind hier kaputt gefahren worden. Nicht sehr schön irgendwie. Ich finde die Mission allerdings immer noch sehr einfach. Beziehungsweise schaffbar, wenn man ein bisschen Glück hat. Wie alles bei Driver. Alles immer mit Glück zu tun. Das war jetzt vielleicht nicht sonderlich gut um die Kurve gefahren. Habe ich schon mal besser hingekriegt. Perfekt. Und dann können wir jetzt wieder Stoff geben. Nur geradeaus durch. Ach, da ist wieder einer, den wir austricksen. Bumm, gegen die Wand gefahren. Was uns aber irgendwie auch gar nicht interessiert, weil der jetzt quasi schon wieder weg ist. Kommt gar nicht hin zu uns hin. So weit ist der weg. Wird auf der Karte angezeigt, aber heißt ja jetzt nichts. Gut, jetzt heißt es was. Jetzt ist er nämlich direkt hinter mir. Und ich darf wieder hier versuchen, ihn abzuschütteln. Und da fährt gerade einer irgendwie da rein. Böser Verfolger. Ich versuche trotzdem einfach mal mein Bestes hier durchzuschlängeln, durchzufahren. Gut, hat geklappt. Hat aufgegangen. Jetzt lass mich bitte. Ja. Gut, perfekt. Jetzt kenne ich seine Route ja. Wie ich fahren muss, den täuschen wir hier wieder an. Und hier, zack. Und jetzt fahren wir hier lang. Verfolge uns mal ein bisschen länger. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn der das macht. Ich kenne ja jetzt hier auch schon die Route. Das ist traumhaft, wenn man die Route kennt. Zumindest halbwegs. Der Hubschrauber stürzt ab. Oh no. Wo denn? Gut gemacht. Ich glaube, das war's. Ja, wir gehen auf Fortsetzen. Und dann ist, glaube ich, Ende. Bin gespannt, was jetzt passiert. Cutscene, ich bin ruhig. Größter beliebter Lenny. Scheint, dass absolut jeder hinter dir her ist. Kane, Vasquez, Rio PD, meine Wenigkeit. Persönlich schere ich mich einen Dreck darum, was du weißt. Du hast ja nicht etwa vor, abzudrücken. Ja? Oh, ich merk's. Etwas abgekühlt. Vasquez hat seine Truppen abgezogen. Langsam erkennt man den Platz auch wieder. Was ist mit Kane? Wo sind Kane und Vasquez? Die sind genau da, wo sie immer waren. Was soll das denn heißen? Was spielt sich außer Lenny zwischen denen ab? War gar nicht so einfach, das rauszufinden. Na, jetzt kommt gerade Musik. Ich glaube, es ist besser, wenn ich da mal ein bisschen drüber rede, weil sonst kommt nachher wieder irgendwie, du hast da wieder ein Video, welches in deinen Ländern nicht verfügbar ist. Muss ja nicht sein. Habe ich nämlich selber gar keine Lust drauf, dass dann wieder hier, und dann dauert es wieder so Ewigkeiten lange, bis das Video eben in den Ländern auch verfügbar ist. Ist eigentlich immer nur Deutschland und die GEMA bzw. die UMG, man weiß ja nie. Einfach mal drüber labern, kann auf jeden Fall nicht schaden. Ich hoffe, das war's auch an Musik, was jetzt so nervig kommt. Habe ich nämlich keine Lust drauf, hier wieder alles zu kaputt zu labern. Muss ja nicht sein. Naja.
schenkt es mir, was ich allerdings nicht glaube. Das war's auch schon von dem Intro. Ich hoffe, wir werden jetzt ins Menü zurückgekickt. Ja, klar, alles ist fiktiv und jeglicher Zusammenhang mit echten oder toten Personen ist rein zufällig. Ja, muss man sagen, war ein schönes Spiel, hat mir gefallen. Und von daher würde ich dann mal sagen, Mann, ist das lange. Oh, Tanner and John's Return 2002. Na, wenn das mal nicht eine Ansage ist, kam da Driver 3 überhaupt raus? Ich weiß es nicht. Gut, wir sind hier wieder im Menü. Spritztour, Tag. Und jetzt müsste man sehen, dass ich ja alle Wagen zur Verfügung habe. Das ist sehr schön. Von daher, ich verabschiede mich. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich denke, man sieht sich. Ciao.